Willkommen zurück beim Terrenkonflikt. Wir sind in Mitons Zuflucht, haben hier die Passagiere abgeliefert und sind jetzt bei einem Stand von 185 Millionen. Gut, wir haben eine Nachricht. Orca ist in Wolkenbasis Südosten angekommen. Okay, gute Arbeit, du hast alles gemacht. Danke, hier sind deine 10 Millionen. Nochmal danke. Und damit sind wir offen und ich wollte jetzt einen Blick werfen, ob wir noch irgendwo ein paar Siliziumscheiben rumliegen haben, die wir darüber bringen können. Wir haben zwar unsere Produzenten, aber das hat ja nichts zu sagen. Was macht denn ihr hier? F? Ach, Flügel meine ich. Ich habe euch gruppiert. Eigentlich nicht. Aber gut, macht mal ruhig. Macht mal ruhig. Dass der blinkt, ist okay. Ja, weil der hatte seinen Frachter, der hier unterwegs ist. Da ist er. Genau, und der kommt mit Sonnenblumen an. Gut. Gelandete Schiffe. Achtung, wichtige Durchsage. Wegen einer Bombendrohung. Mikrochips transferiert. Oh, tut mir leid. Habe ich deine Bombendrohung abgewürgt? Das tut mir leid. Ich habe hier 300 Mikrochips. Ich kann die bei Gelegenheit mal abholen. So, apropos abholen. Ist mein Sprungantriebsknecht schon angekommen? Nein. Gut, aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich ihn gleich mal einmal probieren. Nur einmal. Handel, interne Warenlogistik. Ein Kurier. Zettel, schlauer Zettel hier. Kurier, Lieferant, Frachtboote brauche ich. Also Pilot entlassen. Genau. Kommando akzeptiert. Nein, nein, nein. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Habe ich doch nur verklickt. Das ist Lieferant. Er kann nicht springen. Ja. Dock mal wieder an und dann wirst du entlassen. Einfach hier starten. Ich glaub's ja. Eingehende Nachricht. Danke. Kommandokonsole, Handel, interne Warnlogistik, Piloteneinstellungen. Tschüss. Wieder ein Lieferant. Achtung, technische Störung auf Ebene 5, Sektion 9. Bis zur Beseitigung des Problems ist dieser Bereich gesperrt. So, Pilot einem anderen Schiff zuteilen. Na, gucke mal an. Ach, ich habe ja alle drei schon einen. Gut, dann... Pilotlager, Kommando, Kommando, Konsole. Dann holen wir bitte aus dem Kaufmannbesorger den Frachtboten raus. Danke. Dann haben wir jetzt wieder hier einen Frachtboten, richtig? Ja. Gut. Ich habe immer noch Marineinfanteristen. Gut. So. Jetzt muss ich auf meinen Sprungantriebsknecht warten. Halt, der war da drüber. MSTLTM.
Fliege zu Sektor Alatnas Hügel. Siehst du die? Der fliegt nach Alatnas Hügel, also nach oben. Okay. Ich denke, ich habe einen Auftrag. Aquila. Leuchtfeuer. Westtor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, warum der, 70, warum geht er eigentlich zu Fuß? 80, 90, initiiere Sprung. Mal gucken, wie viel Energiezellen der noch hat. Erreiche System. Aquilas Leuchtfeuer. Wo sind denn deine Energiezellen hin, du Pfeife? Ich spende dir mal ein bisschen was. Energiezellen transferiert. So. Warum hat er keine Cluster-Flak-Artillerie-Schmiede. Sie sprechen mit dem Auto. Was soll's sein? Verschlüssele jetzt die Daten für die Übertragung. Merkur Superfrachter. Hä? Falsch. In die Richtung muss ich ja. Merkur Superfrachter, sagst du, ja? Die gibt's in Alman Prime. Merkur kostet allein schon 500.000. Weil du hast keinen Merkur Superfrachter. Weil es ihn in der Superschiffswerft gibt. Da. 517.000. Und was hattest du hier im Angebot? Warte mal, ich komme gleich zu auf deinen Auftrag zurück. Pirat Harrier. So. Eigentlich hatte ich dem. Warum rüstet er sich nicht selber aus? Ich gucke mir nochmal die Einstellung an. Weil die Möglichkeit aufzutanken hat er gehabt. Pirat Harrier. Mars ist an. Ziel aufgeschaltet. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Im Namen unseres Präsidenten und Frachtraum enthält nun Flammenschwertrakete. Frachtraum. So. Jetzt wollte ich nach. Du warst es, glaube ich, gewesen. Cluster Flak-Artillerie-Schmiede. Beta. Genau. Und da fliege ich auch gleich bei dem in die Nähe. Oh, ich bin auf dem Kopf. Hä? Wenn ich mich flach drehe,
Kann ich mich doch nicht neigen. So. Sag, ich bin auf dem Kopf. Na gut, egal. 26 Kilometer. Sie sprechen mit dem... Was soll es sein? Verschlüssele jetzt die Daten für die Übertragung. Merkur Superfrachter. Für 160.000. Der kostet 500.000. Ach so, warte mal. Normalerweise sind die ja schon ausgerüstet. Schiffssteuerung transferiert. Ich guck trotzdem mal. Sie sprechen mit dem Automat. Ja, genau, der hat keine Schilde und alles. 7400 Einheiten. Ja, schlechter Kauf. Kommando akzeptiert. Cluster flackert. Sie sprechen mit dem... Was soll's sein, Phil? Großartig. Verschlüssele jetzt die Daten für die Übertragung. 13 Millionen für eine Split-Pulsstrahler. Split-Pulsstrahler. Ich gucke mal ganz schnell nach. Die kostet 9. Nee, bei 13. Sind nur 4 Mille. So... Merkur, Superfrachter. Komm mal ran auf den Meter, Freundchen. Okay. Kommando, Konsole, Navigation, gehe zur Position. Kommando akzeptiert. Komm mal weg da von der Station, Freundchen. Kampfdrohne Mark II transferiert. Zielprojektionserweiterung transferiert. Kampfdrohne Bergungscrew bereit. Gut. Entfernt. Kommando akzeptiert. So. Du wirst repariert. Kann ich schon mal einstellen. Ja. Ach so, der hat ja gar keinen Spuckantrieb. Noch ein Grund mehr, warum das ein schlechter Kauf ist. Na gut, dann werde ich den jetzt mal ausrüsten. Und in Zukunft von sowas die Finger lassen. Bringt offenbar doch nichts. So, wo ist denn jetzt eigentlich mein Sprungantriebsknecht gelandet? Zurück nach Hause. Ah, okay. Und da kann er auftanken. Eingehende Nachricht. Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Familie Rück. Fuck. Ausgerechnet jetzt. Kampfdrohne Mark II transferiert. Zielprojektionserweiterung transferiert. Ach so, das war ja schon der Ding für, dass das Schiff kaputt ist, wa? Oh, Mist!
M2-Versorger? Der M2-Versorger wurde? Was hat denn von mir rückzusuchen? Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Ich habe zwei M2-Versorger. Die haben beide nichts in Familie Rück zu suchen. Erreiche System. Omikron Lyre. Kontrollzentrum. Alpha. Flieg! Ach, ich habe den schon angewählt gehabt. Da funktionieren die Tasten ja nicht. Mist. Dockvorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Oh. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Moment. Sprung. Borisovic! Aus der Station am Zweifel. Welches System? Familie Rück. Boris wurde zerstört? Vor dem Xenon Q? Oh. Ihr Schiff Borisovic aus der Fabrik Oder Strandor M2-Versorger wurde zerstört im System Familie Rüg. Mein Schiff wurde zerstört, aber ich konnte mit meinem Schleudersitz aussteigen. Dann seid ihr jetzt beide noch hier? Wo seid ihr denn? Ich habe euch nicht auf dem Radar. Erweiterter Satellit. Ausgeworfen. Na toll. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, das kann doch nicht wahr sein. 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Das heißt, meine 190 Mille darf ich jetzt ausgeben? Erreiche System. Familie Rück. Um ein neues Großkampfschiff zu kaufen. Ach, wie schön. Der hat doch aber gesagt, Familie Rüg, oder? Familie Rüg. Na super. Echt toll. Ich bin begeistert. Ach, und ihr dummen Split hier. Haltet euch für die besten Krieger und lasst den sofort in eurem Sektor zu. Erweiterter Satellit. Ausgeworfen. So.
Dann gucke ich noch mal am Nordtor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System. Familie Rück. Guck mal, was da drüben ist. Guck mal, was da drüben ist. Notsignal von Menelaus Paradies. Ah, und hier sind meine Leute. Eins. Oh, alle gleich. Ey, warte mal, ich darf die ja nicht auf... Ich darf die ja nicht reinbeamen. Terraner, Raumanzug. Ich muss die ja alle von Hand einsammeln. Frachtraum enthält nun Passagier. Boron, Raumanzug. Ich hoffe, da waren jetzt alle drei. Hallo G, ich hol dich. Na super. Ja, jetzt ist die Frage. Frachtraum enthält nun Passagier. Boris oder neuer Boris Gona, oder neuer Jochen? Hey. Gona. Frachtraum enthält nun Passagier. So. Techniker, Captain, Maschinist, Navigator, Steuermann. Gut. Asteroid. Dann geben wir mal Gas. Und Fliegestücke für den nächsten Satelliten. Diese dumme Xenon Q. Bloß warum kann ein Xenon Q uns so einfach zerlegen? Weiß ich nicht mal, wo das hin ist. Ah, finden wir schon wieder. In diesem hol ich mir Verstärkung wahrscheinlich. Ah, da sind sie. Satellit ausgeworfen. Xenon Q ist ein einfaches M7. Du hast dich durch ein M7 zerstören lassen? Xenon Q. Du hast dich durch ein M7 zerstören lassen. Dafür sollte ich dich zum Captain auf dem M3 oder sowas befördern. Poltergeist-Gespenstrakete installiert. Bereit. Bereit. Xenon M. Xenon M. Okay. Ja, jetzt muss ich mir überlegen. Beug 9, Boris oder neuen Jochen? Also sprich eine Boreas oder ein Rochen. Ich denke, ich werde meine Flotte vereinheitlichen. Ich glaube, der Rochen war der mit dem größeren Frachtraum, war. Lag hier eigentlich noch Schrott rum? Ein paar von den teuren Waffen oder so? Nein. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ach so, richtig, da fällt mir ein. Kommando akzeptiert. Xenon M. Ziel aufgeschaltet. Die
Die Familie Ronka und die Split-Dynastie erkennen ihre wertvolle Unterstützung dankend an. Als Belohnung erhalten sie 1000 Credits. Nein! Nein! Zum Glück habe ich gerade abgespeichert. Poltergeist-Gespenstrakete installiert. So, Mars. Kommando akzeptiert. Tief. Die sind drinne. Bereit. Bereit. Bereit, wenn du es bist. Sprungantriebsknecht, Eier war ja wieder zu Hause. Hast aufgetankt, richtig? Ja. Undock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Are you ready? Ziel ist nun in Feuerreichweite. Verlässt Feuerreichweite. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Daneben! Das war etwas zu knapp. Energielevel niedrig. Das war etwas zu knapp. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Die Split-Dynastie erkennen ihre wertvolle Unterstützung dankend an. Als Belohnung erhalten sie 1000 Credits. Jetzt schaust du mal bitte aus Fenster, damit du siehst, wenn man mit einem M6 einen M7 platt macht. Ziel verlässt Feuerreichweite. Der hat mich in M2. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Klar? Oh, ich habe die Turbo vergessen. Turbo! Genau. So, das war ein M6 gegen ein M7. Und wenn ihr wissen wollt, wie sich bereit. Ein M2 gegen einen M7 bereit. Schlägt, dann fragt den Herrn Kapitän Jaren Kult und lasst euch seine Geschichte erzählen. So. Ich würde sagen, ich bring den erstmal nach Hause. Entfernt. Und werde mich dann nächste Folge mal entscheiden. Warte mal, lag hier noch irgendwas rum? Flammenschwertrakete, Aurora-Rakete. Und ich sollte ein Stück runterfliegen. Nach da. Und danach einen Satelliten hinschmeißen. Genau. Naja, gut. Wenn ich schon mal da bin, kann ich auch gleich mitnehmen. Ach! S&D Blossom kümmert sich schon drum. Sehr gut. Gut macht ihr das.
Ach so, und um das klarzustellen. Erweiterter Satellit. Das M7 hat, hat das M2 offscreen. Sprung auf Zeit abgeladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60. Eingehende Nachricht. Ihre Springblossom wurde zerstört. Erreiche System. Familie Rück. Sprungantriebsknecht 2. Okay, um den kümmern wir uns nächstes Mal. SJD-Blossom ist da. Springblossom. Kein Ziel. Ist abgehauen. Split-Handelshafen. Okay. Ja, dann fliegen wir jetzt nach Hause. Ich gucke mir noch mal die beiden Schiffe an. Und entscheide dann, ob ich einen neuen Jochen kaufe. 10%, 20, 30, oder einen neuen 40, Boris. 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Zumindest brauchen wir einen neuen SR&D. Eigentlich brauchen wir zwei, aber die kann ich mir jetzt nicht leisten. Erreiche System. Trantor. Jetzt geht mein schönes Geld wieder weg. Kontrollzentrum. Alpha. Für den Herrn Kapitän, weil der ein neues Schiff brauchte. Aber egal, machen wir nächstes Mal. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Ah, 6 Kilometer, genau. Je länger wir brauchen, umso weniger Schaden kann unser Kapitän anrichten. Danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut, genießt den Tag. Und vor allem, see you later. Undock-Vorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt.